Hallo zusammen, heute geht es wieder um diesen Katalog und zwar um die Seite Solarset Dachzeltcamper. Das verlinke ich euch unten dran und zwar ist der Dachzeltcamper so eine ganz klassische Rasse von Campern. Vom Camper gibt es ja der im Jutezelt bis zum großen Liner. Da gibt es eine Individualität, dass es nicht mehr schön ist. Aber es gibt den Dachzeltcamper, das ist der, der einen normalen PKW hat, ein Dachzelt obendrauf stellt und damit in Urlaub fährt. 2 Wochen, 3 Wochen oder mal am Wochenende. Aber der hat keine Elektroinstallation in seinem Fahrzeug drin. Unter den Dachzeltcampern, ich bezeichne die so, gehen natürlich auch die normalen Camper, die mit dem Auto und dem normalen Zelt gehen oder auch PKW und hinten ein kleiner Anhänger, so ein 750 Kilo, der gebraucht wird unterm Jahr, um den Grünabfall wegzukarren. Da fahre ich hin, habe meine Fahrräder hinten drauf gepackt und so weiter. Und diese Dachzeltcamper, die brauchen ja auch eine Kühlbox. Mittlerweile gehen ja alle auf den Campingplatz. Da kann ich dann die Kühlbox über Netzadapter betreiben. Aber auf der Fahrt im Auto kann ich das zwar anschließen am Zigarettenanzünder. Wenn ich die Kühlbox aber im Anhänger habe, dann muss ich da schon eine Lösung finden. Das kann ich lösen mit so einer Akkubox. Ich muss nicht die teure Version nehmen mit der Lithiumbatterie. Ich kann die leer kaufen, da habe ich Wechselrichter, Stecker, alles mit bei, ein komplettes Teil. Und ich kann eine günstige Bleibatterie reinsetzen. Das muss nicht ein wahnsinnig teures Teil sein, reicht auch. In der Regel reicht das mit dem Ladegerät, da kann ich so mit dem Ladegerät durchbetreiben. Wenn ich auf dem Campingplatz fahre, sowieso. Die Zeltplätze, die haben aber meist dann keinen Stromanschluss. Und jetzt kann ich zum Beispiel auch diese Box laden mit dem Solarregler und ein starres Panel hier, so ein 100 Watt, besorge ich mir eine Solartasche oder ein Faltpanel. Oder ein flexibles Panel. Nur bei dem flexiblen Panel wissen wir nichts über die Lebensdauer. Die einen sagen, nach 3 Jahren sind die hinüber. Kurz nach der Garantiezeit, ich hoffe es nicht, ich habe auch ein paar verkauft. Dann die Faltkoffer ist ja nichts anderes wie das hier. Da brauche ich einfach mehr Platz. Und ich habe dann Faltmechanismus und so weiter, den ich ja eigentlich gar nicht brauche. Ich kann auch das nehmen, eine Tasche machen oder eine Decke und das Teil einpacken, dass es einigermaßen geschützt ist. Und ich nehme das Panel so mit. Und wenn ich das System dann nicht brauche, kann ich das zu Hause als kleines Guerilla-Kraftwerk nutzen. Zu dieser Box hier, die in diesem Set drin ist, da gehen dann so 1,5 Liter Flaschen rein, kostet 530 Euro, hat 28 Liter Inhalt, also nicht irgendwas Besonderes, aber für zu zweit oder zu dritt, viert, wird schon ein bisschen knapp, reicht diese Box aus zum Reisen. Ich gehe ja immer wieder einkaufen, also ich muss damit nicht tagelang irgendwo autonom unterwegs sein. Aber wichtig, irgendwas Kleines dabei, auch auf der Fahrt im PKW drin, kann ich diese Box betreiben. Und mit dieser Box und dem Teil mit der Lithiumbatterie kann ich etwa 5 Tage lang kühlen. Auch bei einem Notfall oder Notstromversorgung, da mache ich euch ein Video hier, habe ich gemacht. Und hier das über diese Kühlbox. Und wenn euch eine größere Anlage interessiert, dann schaut euch das Video an. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.